Substanzwerte, das ist das Thema für Markus Steinweiß. Er ist Fondsmanager bei Huber Reuss und Kollegen. Und man kann direkt sagen, es ist kein einfaches Jahr für Sie gewesen, Herr Steinweiß, denn Substanzwerte liefen nicht sonderlich gut, allen voran Gold. Allerdings dieser Tage Gold wieder nach oben, über 1400 Dollar die Unze. Was sind die Gründe? Ich glaube, Gold ist aufgrund der scharfen Abwärtsbewegung der letzten Monate sehr, sehr stark überverkauft gewesen. Das Sentiment war am Boden, die Positionierung war sehr, sehr stark bereinigt der großen institutionellen Anleger. Und da bedarf es nur eines Funkens, eines Auslösers. Und das war eben die Situation im Mittleren Osten, dass es hier eine Gegenbewegung gibt, die zugegebenermaßen sehr, sehr scharf ausgefallen ist. Sie schauen sich natürlich viele andere Faktoren an. Wie sieht es beispielsweise auch aus mit der Politik der Notenbanken hinsichtlich des Goldkaufes oder Verkaufes? Gibt es da neue Erkenntnisse? Ich denke, die Syrien-Krise ist ein kurzfristiges Element, die eine Gegenbewegung ausgelöst hat. Man muss jetzt sehen, ob das nachhaltig wird. Der entscheidende, treibende Faktor für Edelmetalle ist das monetäre Umfeld. Das heißt, die Inflationserwartungen, das Zinsniveau, das reale Zinsniveau vor allen Dingen. Und da wird es ganz wichtig sein, wie sich die Notenbanken in den nächsten Monaten verhalten werden. Der kleinere Bruder vom Gold, das ist der Silberpreis, hat sich noch viel stärker nach oben entwickelt. Wie ist Ihre Einschätzung hier aktuell? Die treibenden Kräfte für die Gegenbewegung sind ähnlich zu sehen wie bei Gold. Silber ist immer so ein bisschen mehr der spekulative Charakter. Das ist auch ein engerer Markt, der sehr, sehr schnell und stark getrieben werden kann. Silber folgt grundsätzlich, obwohl es industriell auch zu 50% verwendet wird, den gleichen Bewegungen oder ähnlichen Bewegungen wie der große Bruder. Ich möchte mich nicht auf Gold und Silber konzentrieren. Substanzwerte sind viel breiter gefächert. Aktien beispielsweise auf Minen sind für Sie auch ein großes Thema. Allerdings sind die auch mit einigen Risiken behaftet. Stichwort Hebelfaktor bei Gold- und Silberpreis. Wie ist da die aktuelle Bewertung von Minenaktien? Ja, wir waren an kritischen Levels, was den Goldpreis betrifft. Viele große Minen haben Produktionskosten um die 1200 bis 1300 US-Dollar pro Unze und da waren wir. Und das stellt viele Geschäftsmodelle und viele Bilanzen in Frage dieser Unternehmen. Bei einer nachhaltigeren Gegenbewegung werden wir eine deutliche Bewegung der Minen sehen. Das Verhältnis zwischen Gold und den Minen in der historischen Performance der letzten Monate spricht eindeutig für eine extrem überverkaufte Situation bei den Minen. Mine einzeln, ich versuche mich in den Privatanleger reinzuversetzen, ist natürlich immer schwierig, weil es ja mit sehr vielen Risiken behaftet ist. Da wahrscheinlich auch auf den Profi hören, beziehungsweise einen Korb kaufen. Ich würde einen Korb kaufen, und zwar die großen, deren Produktionskosten nicht utopisch hoch sind, sondern die mit vernünftigen Kostenstrukturen arbeiten, die regional diversifiziert sind, das heißt, die nicht allein in Südafrika operieren, wo es auch strukturelle Probleme gibt. Ein Korb an großen, soliden Werten, glaube ich, ist der beste Weg, davon zu partizipieren. Wenn wir schon bei Aktien sind, ich kann Sie natürlich nicht gehen lassen, ohne über Aktien an sich zu sprechen, über die großen Werte, ob nun in Europa, Amerika oder wo auch immer. Wie schätzen Sie die aktuelle Marktlage in Sachen Aktien ein? Ja, die Sorge, die die Anleger umtreibt, ist sowohl die Situation in Syrien, aber ich glaube, das ist nur der Auslöser für die Korrektur, die wir in den letzten Tagen sehen. Der Aktienmarkt ist in weiten Teilen hoch bewertet, insbesondere in den USA. Das Sentiment war durchaus euphorisch. Die Erwartung hinsichtlich eines konjunkturellen Impulses aus den USA erachte ich für etwas zu hoch. Das heißt, wir erwarten schon für die nächsten Wochen Korrekturen an den Aktienmärkten. Fazit, was sollte der Privatanleger aus der aktuellen Gemengelage tun? Vorsichtig, wenn er investiert ist, wieder Werte rausnehmen oder durchaus auch dabei bleiben? Denn mit Blick auf 2014 sind hoffentlich ja wieder neue gute Zeiten, die anbrechen. Also strukturell bei den Edelmetallen würde ich dabei bleiben und bei Rücksetzern weiter hinzukaufen. Im Aktienbereich will ich noch abwarten. Ich denke, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten durchaus Chancen sehen, am Aktienmarkt günstiger einzusteigen. Und diese Chancen würde ich auch nutzen, denn mittel- und langfristig, glaube ich, führt kein Weg an Aktien und Sachwerten per se vorbei. Markus Steinweiß, ganz herzlichen Dank. Das war der Experte für Substanzwerte von Huber Reuss und Kollegen zum Thema Gold, Silber, Goldminenaktien und auch Aktien im Allgemeinen. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.